Oliver Hirschi, Dozent und Leiter eBanking, aber sicher an der Hochschule Luzern. Bei Passwörtern sollte man zwei Punkte insbesondere beachten. Das erste ist, dass man starke Passwörter verwendet. Ein starkes Passwort ist mindestens 12 Zeichen lang und beinhaltet Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und mindestens ein Sonderzeichen. Und dann sollte man unbedingt darauf achten, dass man nicht überall das gleiche Passwort verwendet, sondern für jeden Dienst ein anderes. Ja, weil wenn man starke Passwörter benutzt und einsetzt, dann ist die Chance relativ klein, dass sie eben gehackt werden. Oder es ist für einen Hacker viel, viel schwieriger, dass sie gehackt werden, weder wenn man einfach zu erratende oder kurze Passwörter verwendet. Ja, ganz ein einfacher Trick ist, indem man einen Satz nimmt, sich einen Satz nimmt, den man sich gut merken kann und dann jeweils die Anfangsbuchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Sonderzeichen drin rausnimmt und das Passwort so erstellt. Wenn man einen Brute Force-Angriff versucht, die Angreifer durch Erraten ans Passwort heranzukommen, sprich, sie haben das Passwort auf irgendeinem Weg bekommen, in einer Art wie eine verschlüsselte Form, und versuche dann einfach mit durchprobieren, ans korrekte Passwort heranzukommen.